Topfavorit und Vorjahressieger Christopher Froome hat zum Auftakt der 105. Tour de France täglich im Live-Ticker einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der von Doping-Anschuldigungen begleitete Brite vom Team Sky stürzte rund 6 Kilometer vor dem Ziel spektakulär. Lange Gesichter statt dem gelben Trikot gab es auch bei den Deutschen. Die Top-Sprinter Marcel Kittel und André Greipel sind am Etappensieg und damit auch am Maillot Jaune vorbeigerast. Beim Sieg des Kolumbianers Fernando Gaviria im Massenspurt nach 201 Kilometern in Fontenay-le-Comte in der Vendée kam Kittel hinter dem 23-Jährigen als bester Deutscher auf Platz 3. Kittel, auch von Weltmeister Sagan geschlagen, es war ein harter Sprint. Der dritte Platz ist okay. Ich habe ein bisschen gepokert, aber war am Ende zu spät, sagte Kittel. Katusha Alpecin, der sich in einem Packenden-Sprint-Royal auf einer höchst anspruchsvollen Zielgeraden dem souveränen Gaviria, Quickstep und dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora Hansgrohe geschlagen geben musste. Wir wollten natürlich gewinnen. Ich bin sicher, dass wir das können. Die Power ist da. Der deutsche Wiesemeister John Degenkolb Trek-Segafredo kam auf Rang 8. Greipel, Lotto Soudal, war als 26. ohne jede Chance auf das erste gelbe Trikot seiner Karriere. Service-Gesamtwertung. Der umstrittene Titelverteidiger Froome, Großbritannien, Sky, der kurz vor der Tour nach langen Diskussionen in seiner Asthma-Mittel-Affäre freigesprochen worden war, stürzte und flog über einen Zaun. twitter.com/teamski/status/101555982165181315. Ich bin einfach nur froh, dass ich keine große Verletzung habe. Das gehört zum Spiel dazu. Wir wussten, dass die ersten Etappen tückisch werden. Es ist noch ein langer Weg bis nach Paris, sagte Froome auf der Homepage seines Teams. Froome büßte 51 Sekunden ein. Der Topfavorit setzte das Rennen mit lädierter Schulter fort, konnte aber das rasende Feld nicht mehr erreichen und büßte ebenso 51 Sekunden ein wie mit Favorit Richie Porte Australien, BMC, nachdem der 33-jährige Froome am Donnerstag bei der Teampräsentation von den Zuschauern noch vehement angefeindet worden war, kam es auf der ersten Etappe nur zu vereinzelten Unmutsbekundungen, beim Sturz aber auch zu Jubel. Mitfavorit Nairo Quintana, Kolumbien, Movistar erlitt knapp außerhalb der 3-Kilometer-Marke, nach der Pannen und Stürze von der Zeitmessung her folgenlos bleiben, einen Reifendefekt und verlor gar 1:15. Die türkische Anfahrt zum Finale mit schmalen Straßen, mehreren Kreisverkehren und schließlich einer 90-Grad-Kurve forderte damit, wie unter anderem von Kittel befürchtet, ihren Tribut. Service, das müssen Sie zur Tour wissen. Kittel hatte 2013 und 2014 die Auftakt-Etappe der Tour gewonnen und jeweils das gelbe Trikot geholt. In der laufenden Saison war er nur schwer in die Gänge gekommen. Seine einzigen beiden Etappensiege feierte er im März bei Tirreno Adriatico. Und auch am Samstag war er eher mit gedämpften Erwartungen gestartet. Es wird auf jeden Fall ein sehr forderndes Finale werden, sagte er. Ich sehe mich nicht als Top-Favoriten. Gaviria mit guter Chance auf zweiten Tag in Gelb. Für Gaviria ist es am Sonntag durchaus möglich, Gelb erfolgreich zu verteidigen. Die zweite Etappe könnte ebenfalls mit einer Sprintankunft enden. Das Finale nach 182,5 Kilometern zwischen Moulieron-Saint-Germain und La Roche-sur-Yon in der Vendée ist aber anspruchsvoller als zum Auftakt, die Zielgerade deutlich ansteigend. Wie üblich ging am Samstag bei traumhaftem Sommerwetter an der französischen Atlantikküste praktisch mit dem scharfen Start eine Gruppe Außenseiter auf und davon. Die drei Franzosen Jérôme Cousin, Direct Energy, Johan Ofredo, Wanty Group Gobert und Kevin Ledanu, Ford und Eo Samsic, fuhren unter dem Jubel ihrer Landsleute am Streckenrand rund 4 Minuten Vorsprung heraus, ehe das große Feld aktiv wurde.
Die einzige kleine Bergwertung 28 Kilometer vor dem Ziel überrollte das Trio noch an der Spitze, perfekt nach Plan war das Feld bei der 10.000 m-Marke aber beisammen. Service-Bergwertung.